Welt 8b, großer Tiki macht Terror. Das Boss-Level, der ultimative Boss in diesem ganzen Spiel, wird uns jetzt vor dem Gesicht rumtanzen, also ein bisschen. wir werden sehen, was dabei auf uns zukommt. Jedenfalls stürzen wir uns schon mal in das Level rein. Kommen, glaube ich, auch Diddy. Nee, nicht. Okay, das wundert mich jetzt. Naja, jedenfalls sehen wir hier diesen Tiki. Der macht Terror, ja. Nein, das ist gar nicht der Endboss, aber den müssen wir so... Ah, hier ist die. Den müssen wir so gesehen auch bekämpfen. Aber zunächst mal einen schönen Raketenfassritt hier, der gar nicht so einfach ist, weil hier kommen zum Beispiel solche Dinger, wo man einfach schnell sein muss. Wo man oben oberhalb, im oberen Teil des Bildschirms sein muss, damit man überhaupt durchkommt. Wenn man das nicht weiß, dann stirbt man da einfach konsequent. Man muss sich eben merken, wo diese Dinger sind. Ja, und hier, der Abschnitt ist eigentlich relativ gechillt. Ziemlich viel einsammeln, ein bisschen ausweichen, geht. Und deshalb hat man in Welt 7 auch so einen Abschnitt gehabt, wo man Raketen fast nach oben steuert, damit man sich einfach schon mal an die Steuerung gewöhnen kann. Das war sehr blöd. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so gemacht habe. Ich hätte einfach nur unten drunter durchgemusst. Ja, nach dieser Passage mit diesen ganzen Tiki-Luftschiffen, die einen versuchen zu treffen, gibt es dann nochmal einen schönen Abschnitt mit... Oh, also Puzzleteile gibt es hier nicht, also deshalb müssen wir auch nicht überall alle Bananen einsammeln. Ja, im oberen Teil gibt es dann noch mal so einen Abschnitt wie hier. Oder wie hier. Mit solchen, ja, Greifarmen oder so, die auf uns zukommen. Was auch immer das darstellen soll. Irgendwelche bewegenden Plattformen. Boah. Kann man wohl so hinnehmen. Runter, hoch, genau. Eigentlich sehr einfaches Muster. Irgendwie habe ich letztes Mal gedacht, dass wir hier irgendwie besser durchkommen müssen oder so. So, hier jetzt so und jetzt durch. Genau, da wusste ich noch irgendwas. Und jetzt nochmal durch. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, wir haben es geschafft. Gut. Der erste Abschnitt wäre damit geregelt. Also dieser Tiki ist nicht lebendig. Wir fliegen nur in seinen Kopf hinein. Oder? Ist doch lebendig? Wenn er jetzt auch, er hat den Mund zugemacht, aber naja. Bananen. Juhu. Und da sind unsere 8 Feinde. Und da ist der große Tiki. Übrigens unser allerletzter Endboss. Der aber noch ein wenig verschärft wird, wie wir hier sehen, weil er mit Bananen gefüttert wird. Genau. Und jetzt... Bananensaft, juhu. Sein magischer Sabber verwandelt sie jetzt. Und zwar bekommt er Hände. Juhu. So, und damit kann der wunderbare Endboss-Fight beginnen gegen Mr. Obertiki mit seinen 2 geilen Händen. Ich weiß nicht, warum wir jetzt geschafft haben, ihn zu treffen. Das war eigentlich sehr unüblich. Man kann seine Hände sehr oft treffen, weil wie ihr seht, wir müssen sie hinten auf dem Rücken treffen, also auf dem Handrücken. Gibt da mehrere Möglichkeiten für. Hier gibt er uns zum Beispiel auch Herzen, aber da kann er uns auch verarschen. Also der Bossfight ist sehr vielfältig, kann ich gar nicht alles erklären, wir müssen das am besten alle Formen, alle möglichen Angriffsformen mal gesehen haben. Ja, genau drauf. Das ist eigentlich so die Hauptattacke, die man machen sollte. Man kann das auch erreichen, dass man ihn auf dem Handrücken trifft, während er so eine Attacke macht zum Beispiel. Hier können wir ihn, glaube ich, gar nicht treffen, weil da versucht er so gegen die Wand zu klatschen. Hier können wir ein Herz abgreifen, mehr aber auch nicht. Nein, das war jetzt ein Verarsche-Move, wie ihr seht. Genau, und jetzt können wir ihm die zweite Hand wegfetzen.
So, und jetzt beginnt eigentlich der eigentliche, die eigentliche Schwierigkeit des Kampfes, sag ich mal. Wobei, mit Didi ist das sehr gechillt. Normalerweise hat man Didi nicht und bekommt Didi nicht nochmal zusätzlich. Genau, jetzt müssen wir nämlich einfach hier auf den Kopf springen, wenn er diese Attacke macht. Ja, sieht alles jetzt relativ einfach aus, wird aber deutlich schwerer, wenn man Didi nicht hat. Und das ist halt nach jedem Bossfight der Fall. Wenn man einmal verliert, dann hat man Didi nun mal nicht mehr. Also zweiter Treffer, wir müssen ihn eigentlich nur dreimal treffen. Also bis jetzt ist das echt einfach, muss man sagen. Ja, und hier wirft er uns sogar noch Herzen dauerhaft runter, die dann aber erst abkühlen müssen. Ja, können wir jetzt gar nicht nutzen, weil wir immer noch volle Energie haben. So, jetzt macht er was? Ah ja, genau. Diese Verfolgerviecher sind ein bisschen miese. Man kann denen auch ausweichen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie genau, aber... Genau, man muss immer drunter rollen. Ja, dann versuchen nämlich alle, auf den Boden zu kommen. Genau, das wäre jetzt blöd. Egal, lassen wir einfach auf den Boden fallen. So, das Herz wird jetzt wieder aktiv. Genau. So, und jetzt einfach nur noch drauf und wir haben ihn besiegt. Das hat jetzt etwas unspektakulär ausgesehen, muss ich sagen, weil... Naja, egal. Genießen wir das Ende. Donkey fliegt auf den Mond. Banana. Hammer. Und tschüss. Jo, also das ist mal ein Angriff. Und damit haben wir, glaube ich, die ganze Vulkanwelt ausgelöscht und alle Bananen fliegen wieder zurück auf die Insel. Und die Tiere sind auf einmal nicht mehr hypnotisiert, weil die Tikis tot sind oder so. Juhu. Freude! Bildergalerie aktualisiert, Musikgalerie aktualisiert und die Dioramengalerie natürlich auch. So, und damit sind wir schon bei den Credits angelangt, aber natürlich ist dieses Spiel noch lange nicht fertig, deshalb werde ich mein Resümee erstmal vielleicht nur vorläufig anreißen, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Jedenfalls wollte ich noch ein paar Worte zum allerletzten Endboss sagen. Der hat jetzt sehr unspektakulär gewirkt, das habt ihr gemerkt, weil wir einfach mal im ersten Zug weggehauen haben. Aber schwierig wird der erst, wenn man Didi eben nicht bei sich hat, was dann auch bei jedem Tod passiert. Und normalerweise, wenn man seine Attacke nicht kennt, stirbt man bei ihm auch einmal. Mindestens. Deshalb haben diejenigen, die das Spiel das erste Mal spielen, deutlich mehr Probleme damit. Hätte ich auch gehabt, wenn ich Didi nicht gehabt hätte. Weil dann steht man häufig bei einem Herz und muss dann versuchen, aus diesen Flammenherzen sich wieder einen zu heilen. Geht schon. Kann aber manchmal schwer werden. Ja, und hier, hier neben sehen wir jetzt nochmal ein paar Bilder, die so zu der Story gehören. Ein paar Level, die wir erlebt haben. Ja, die Arche Noah mit den drei kleinen Tieren. Jo, Donkey Kong Country Returns. Das waren bis jetzt alle Level, bis auf ein einziges. Ein Bonus-Level steht noch aus und danach gibt es im Prinzip nur noch den Spiegelmodus, den wir ja machen werden, um die 200% noch abzuschließen. Was der Spiegelmodus genau ist, werden wir dann noch erklären. Werde ich dann noch erklären, ja. Ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen, also. Wenn ihr wollt, bitte. Ich lasse euch da freie Hand, aber... ja, ich werde es euch auf jeden Fall noch erklären, was das Spiegelmodus, der Spiegelmodus so auf sich hat. Ja, jedenfalls, dadurch, dass wir alle Kong-Buchstaben eingesammelt haben, überall und in allen Kong-Tempeln die Perle eingesammelt haben, bekommen wir jetzt noch so ein Bonus-Level ans Ende gestellt. Darum werden wir uns jetzt als nächstes kümmern. Und ja, ich weiß nicht, der Endboss hat auch noch sehr viel mehr Attacken drauf. Und es gibt auch noch sehr viel mehr Wege, ihn zu besiegen und ihn anzugreifen, aber... Letztendlich hat man sehr wenig davon gesehen. Nichtsdestotrotz, im Spiegelmodus werden wir ihn noch sehr gut kennenlernen. Das werdet ihr merken, weil da werde ich sicherlich einige Male für ihn brauchen. Ja. Ansonsten nehmt das jetzt einfach mal so hin. Kurze Credits, finde ich gut. Passt irgendwie zum Spiel auch.
Alles sehr rasant, schnell. Obwohl, jetzt geht's doch weiter. Ich habe gedacht, das wär's jetzt schon gewesen. Ja. Grizzly! Ne, wir sind erst bei Welt 5. Aber geht ja noch. Ja. Ne, weil 6, Quatsch. Grizzly war Welt 6, nicht Welt 5. Welt 5 war ja der Wald. Ja. Ja, also wie hat's euch bis jetzt gefallen? War's bis jetzt angenehm? Denkt ihr, ich bin ein bisschen zu schlecht durch die Level gekommen oder war's okay? Also ich denke, Welt 8 sind wir uns einig, das war. Bis auf das eine Level war das sehr flott. Also da in Welt 8 kann mir wohl keiner hier unterstellen, ich wäre zu schlecht oder so. Da bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Die anderen Welten ja gut. Meistens am Puzzleteil einsammeln dann so ein bisschen hängen geblieben, aber ansonsten fand ich den ersten Durchgang durch das Spiel auch jetzt ganz gut. Wie gesagt, im Spiegelmodus werden wir nochmal jedes Level ein weiteres Mal sehen, dann mit verschärften Regeln. Aber fürs Erste, ja, genießen wir das Ende dieser Story. Weil die Idee mit dem Mond und ja. Genau, was ich noch zum Endboss sagen wollte. Ja, wir sehen jetzt hier, dass noch etwas passiert auf der Insel. Ja. Ausgefeilte Konstruktion. Steinerne Affen, die Laserstrahlen verschießen können. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber naja, jedenfalls erscheint ein goldener Tempel. Und so heißt auch die Bonuswelt, die wir jetzt betreten können. Ja, der goldene Tempel. Ja, der Endboss erinnert einen vielleicht so ein bisschen an Super Mario 64. Da gab es ja auch die Idee mit den Händen, die gegen einen kämpfen. Das haben sie hier ein bisschen recycelt, aber ich denke, das ist doch. Ja, ist das naheliegend, ist das weit entfernt? Ich glaube, es ist so ein Mittelding. Kann man sich daran erinnert fühlen, vielleicht auch nicht. Ich denke, geklaut kann man es jedenfalls nicht nennen. Ja, wir gehen erstmal zu Welt 9. Dem goldenen Tempel. Da gibt es nämlich nur ein einziges Level, und zwar den goldenen Tempel. Wer hätte das gedacht? Und dann gehen wir jetzt einfach mal rein, weil hier gibt es irgendwas total Tolles. Ja. Und zwar landen wir jetzt hier erstmal wieder in gewohnter alter Manier. Eine Sache möchte ich jedoch machen, bevor ich in den goldenen Tempel gehe. Ich möchte Squawks aktivieren. Ich weiß, das ist ein bisschen lame, aber im goldenen Tempel habe ich keine Lust, ehrlich gesagt, ihn zweimal machen zu müssen, weil mir irgendwo ein Puzzleteil fehlt. Und es gibt einige Puzzleteile hier, die ein bisschen versteckter sind. Und wenn ich Squawks ausgewählt habe, dann können wir uns da relativ sicher sein, dass wir nichts verpassen. Das liegt mir ziemlich am Herzen, ja. Ansonsten, das Level zweimal zu machen, es ist zwar ein Bonus-Level, aber es ist ziemlich schwer. Das werden wir bald sehen. Meiner Meinung nach so ziemlich das zweitschwerste Level im Spiel. Ja, jetzt setzen wir erstmal unsere schönen Kugeln ein. Epische Erfolgsmusik, die man aus den ersten Donkey Kong Country-Teilen kennt.